Hallo! Ein junger Anthropologe begibt sich auf eine Arktis-Expedition. Seine Kollegen machen sich über ihn lustig, aber das hält ihn nicht davon ab, die Eskimos mit großem Interesse zu studieren und sich in ihre Kultur, Sprache und Bräuche zu vertiefen. Noch ahnt er nicht, was für einen erstaunlichen Fund er auf die Station mitgebracht hat und welche Entdeckungen über die menschliche Natur und Psyche auf ihn warten. In einer arktischen Höhle entdecken sie ein im Eis begrabenes Lebewesen. Die Wissenschaftler nehmen an, dass es sich um einen Bären handelt und bereiten ihn für den Transport vor. Der Hubschrauber transportiert den wertvollen Fund durch die unendlichen Weiten der Arktis und fliegt über Berge und Täler der verschneiten Wildnis. Einer der Wissenschaftler, ein junger Anthropologe namens Shepard, kehrt ins Labor zurück, um das neue Studienobjekt zu untersuchen. Hey Shepard! You've been out with the natives again. Hey, even the Eskimos don't dress like that anymore. Come on, come on. Die Stationsbesatzung macht sich über den Geruch und den Lebensstil des Mannes lustig, der eher wie ein Neandertaler aussieht, die er studiert, und nicht wie ein moderner Wissenschaftler. Auf dem Flur trifft Mr. Shepard auf Mr. Whitman, der extra aus Houston angereist ist, um den neuen Fund zu untersuchen. Er vergleicht ihn mit einem anderen Fund einer russischen Expedition, einem 400.000 Jahre alten Mammut, das perfekt erhalten ist. Anhand seiner Zellen wird angenommen, das Lebewesen durch Kreuzung von Mammut-DNA mit Elefanten-DNA zu reproduzieren. Das Röntgenbild zeigt nicht, was sich unter der Eisschicht verbirgt. Also werden die Überreste mit dem Laser ausgeschnitten, eines nach dem anderen. Ein anderer Wissenschaftler, Maynard, vermutet, dass es sich nicht um einen Bären, sondern um einen Menschen handelt. Die Eisschicht wird immer dünner, bis ein Arm und dann der Kopf eines vollständig erhaltenen menschlichen Urkörpers zum Vorschein kommen. Shepard analysiert die Gesichtszüge und Zähne und kommt zu dem Schluss, dass vor ihnen ein uralter Jäger liegt, ein Neandertaler. 30 years? Give or take 20,000? Shepard lehnt den Vorschlag von Dr. Brady und anderen Wissenschaftlern ab, die Leiche für weitere Analysen in Stücke zu zerlegen. Als nächster Schritt ist ein vollständiges Auftauen der Leiche geplant. Der Anthropologe besteht darauf, dass sie den Fundort gründlicher untersuchen müssen, da es dort noch andere Menschen oder sogar ein ganzes Dorf geben könnte. Aber der Leiter der Fundstelle versichert ihnen, dass sie alles gefunden haben, was dort war, und dass das Eis in dieser Zeit tausende von Kilometern wandern konnte. Der Neandertaler ist unterdessen bereits auf über 0 Grad aufgewärmt. Die Ärzte beginnen mit der Prozedur, entfernen das Gewand des Wilden und finden darin die persönlichen Gegenstände, Amulette und Federschmuck. Die Bluttransfusion beginnt und hat Erfolg. Als die Mediziner eine Hautprobe entnehmen, zeigt das Gerät plötzlich ungewöhnliche Aktivitäten. Holy shit! Your cells are synthesizing DNA. This is incredible. Im menschlichen Körper findet sich eine Menge Substanz, die ein Kryoprotektivum in sich tragen kann, eine Art Frostschutzmittel, das die Kristallisation verhindert und in Hahnenfußblüten enthalten ist. Auch das Mammut, an das sich die Wissenschaftler früher erinnerten, ernährte sich von ihnen. Die Wissenschaftler zeichnen die Gehirnaktivität auf und Dr. Brady und sein medizinisches Team beginnen eilig mit Wiederbelebungsmaßnahmen, um die Atmung und das Herz des Patienten wieder in Gang zu bringen. Der Urmensch wacht auf, knurrt und beginnt sich gegen die Eingriffe zu wehren. Die Ärzte versuchen, den Patienten zu bändigen und ihn gleichzeitig nicht zu verletzen, also zieht Shepard seine medizinische Maske und seinen Anzug aus, um dem Neandertaler ein menschliches Gesicht zu präsentieren. Das beruhigt und lenkt ihn ab, so dass sie ihm Beruhigungsmittel injizieren können. Wissenschaftler diskutieren über die Substanz, die im Körper des Wilden gefunden wurde. Diese Entdeckung wird ihnen sicher den Nobelpreis einbringen. Sie könnte dazu verwendet werden, die Lebensspanne von Menschen erheblich zu verlängern und unheilbar Kranke einzufrieren, bis ein Heilmittel gefunden wird. Doch Shepard widerspricht seinen träumenden Kollegen. Das Team entgegnet, dass wenn Wissenschaftler Einsteins Leben hätten verlängern können, er seine Theorie sicherlich fortgesetzt und die Wissenschaft weit vorangebracht hätte. Shepard wendet ein, dass es auch andere Menschen mit Theorien gab, die zu Kriegen oder schrecklichen Verbrechen gegen die Menschheit geführt haben. Außerdem stünde ein solches Verfahren nur den Reichsten zur Verfügung, was die Ungleichheit verstärken und Konflikte provozieren würde. Brady entgegnet, dass die Entwicklungen in diesem Bereich bereits im Gange sind und der Fortschritt unaufhaltsam.
Der Anthropologe ist empört über die Behandlung des entdeckten Menschen als Objekt und Biomaterial. Wenn Sie ihn als menschliches Wesen behandeln, können Sie ihn mit Sicherheit besser verstehen. Wenn Sie den Neandertaler aber aufwachen lassen, können die Mediziner ihn nicht studieren, um eine Methode zum Einfrieren und Auftauen von Menschen zu finden. What, you want to find a chemical? Find out about the man. Shepard betont, dass der Wilde nicht ständig im Schlaf gehalten werden kann und dass es daher notwendig ist, Bedingungen für seine Pflege zu schaffen, die seinem natürlichen Lebensraum nahekommen. So wacht der Mann aus der Vergangenheit zwischen Steinen und Gras auf. Er findet Beeren und presst Saft aus ihnen. In der Nähe gibt es auch Tiere. Der Neandertaler macht Feuer und stellt Werkzeuge her. Dann geht er auf die Jagd und fängt ein Wildschwein. Eines Tages findet er etwas Ungewöhnliches auf dem Grund des Teiches. Einen Schlauch mit einer vergoldeten Düse. Der alte Mann versteht nicht, was das ist, zieht den Schlauch heraus und folgt ihm wie einem roten Faden, wobei er das Rohr und die Ventile entdeckt, die unter dem Gras versteckt sind. Schließlich erreicht er eine Tür. Der Mann sieht nach tausenden von Jahren im Eis zum ersten Mal Menschen. Das beunruhigt ihn und er klettert hoch auf die Strukturen, die für das Klima und die Lebenserhaltung im Gehege sorgen. Trotz Shepards Protesten wird der Wilde mit einem Betäubungspfeil ausgeschaltet, bevor er sich in einem Anfall von Emotionen selbst verletzen kann. Der Neandertaler wird von Dr. Bradys Team mitgenommen, um die chemischen Prozesse des Körpers im Schlaf zu untersuchen. Shepard will den alten Mann nicht gehen lassen und sagt, er brauche mehr Zeit. Später unterhalten sich Brady und Shepard in einer Bar, wo der Mann anbietet, einen Drink zu spendieren. Er zeigt ihr einen Film über Aborigines. Sie springen über heiße Kohlen, ohne sich die Haut an den Füßen zu verbrennen, und stechen sich mit langen Nadeln in die Haut, ohne dass ihr Blut herausspritzt. Der Mann deutet an, dass die menschlichen Fähigkeiten noch nicht vollständig erforscht sind und dass die körpereigenen Ressourcen viel größer sein könnten, als wir denken. Was wäre, wenn der Körper des Eismanns die Substanz, die die Zellzerstörung verhindert, selbst herstellte? Und der Schlüssel dazu liegt in den Ritualen oder Handlungen, die er dazu durchführte. Diese Hypothese ist es wert, getestet zu werden. Und Shepard macht sich auf den Weg, um den alten Jäger zum ersten Mal zu treffen, wobei er die anderen anweist, unter keinen Umständen Waffen zu benutzen. Der Wilde bedroht den Mann und zeigt seine Stärke, indem er schreit und wie ein Affe springt, aber er lässt Shepard trotzdem sehr nahe herankommen. Shepard behält seine Hände im Blick und schaut dem Neandertaler tief in die Augen. Doch Shepard weiß, was er tut, und fordert alle auf, aus dem Weg zu gehen. Der Jäger legt den Stein neben sich und untersucht die Zähne und Hände des Gelehrten. Er interessiert sich für die Stiefel und die Hose, und dann überprüft er das Geschlecht seines Gastes. Der Neandertaler führt ein Vorstellungsritual durch und schlägt sich an die Brust, während er seinen Namen schreit. Es klingt ähnlich wie Charlie. Er selbst lernt auch, Shepards Namen auszusprechen, so gut er kann. Der Wissenschaftler zeigt auf eine Narbenzeichnung auf der Brust des Wilden. Es ist ein Vogel. Auch Charlie untersucht die Brust des Wissenschaftlers und entnimmt ihr das Symbol eines anderen Gottes, ein Kreuz. Er versucht etwas zu sagen, aber Shepard kann den Eismann bisher nicht verstehen. Am Abend sind alle Wissenschaftler im Aufenthaltsraum, doch viele diskutieren weiter über ihre Arbeit. Während Shepard einen Linguisten aufsuchen will, um Charlies Sprache zu entschlüsseln, diskutieren die Mediziner die Tatsache, dass das wertvolle Gefriermittel schwer zu untersuchen ist, da es sich verflüchtigt, sobald es aus dem Körper entfernt wird. Ein anderer Professor, ein Experte für Linguistik, trifft ein und ist bereit, den Wilden zu beobachten. Shepard kommuniziert weiterhin direkt mit Charlie. Der Neandertaler reißt seinem neuen Freund zwei Knöpfe vom Hemd und zeigt sich gastfreundlich, indem er dem Wissenschaftler ein Abendessen, einen Knochen, anbietet. He's as basic and direct as you, Maynard. Only he seems to have quite a vocabulary. Abends am Feuer fängt Shepard aus Langeweile an, ein Lied zu summen, das Charlie sehr gefällt, und bittet ihn, damit fortzufahren. Sie beenden den Tag mit gemeinsamem Singen und Lachen. Charlie wird weiter von den Medizinern untersucht. Er wird zurück auf den Operationstisch gebracht und während Shepard neben ihm protestiert, wird dem Neandertaler eine Injektion verabreicht und seine Körpertemperatur gesenkt, damit sein Blut wieder Kryokonservierungsmittel produzieren kann. Aber dieses Mal funktioniert es nicht.
Der Wilde klagt nach dem Eingriff über Schmerzen in der Brust und verdächtigt Shepard, ihn verletzt zu haben. Plötzlich rennt er auf den Mann zu und drückt seinem Freund einen Speer in die Hand. No! Charlie scheint in der Gefangenschaft sehr unglücklich zu sein und sieht keinen Grund zu leben. Der Anthropologe besucht Dr. Brady und erklärt ihr, dass ihre Einmischung seine Forschung stört. Er überredet das Mädchen, mit ihm in das Gehege zu gehen, um Charlies emotionalen Zustand zu verändern. Das Mädchen hat berechtigte Angst um ihr Wohlergehen, aber es gelingt ihnen, sich trotz ihrer Meinungsverschiedenheiten und unterschiedlichen Ansätzen gegenseitig zuzuhören. Charlie zeichnet gerade einen Vogel mit Sand auf den Boden, als Dr. Brady beschließt, das Gehege unter Shepards Schutz zu betreten. Sie beschwert sich sofort über den Geruch. Sie nehmen Kontakt auf und Charlie bietet dem Mädchen sein Mittagessen an. What was it? It was a beetle. What did it taste like? A beetle. I think I'm gonna throw up. No. Der Wilde beschnuppert und berührt die Frau. Aber als es zu einer genaueren Inspektion kommt, sagt Shepard, sie gehöre ihm und Charlie dürfe sie nicht haben. Die Männer wetteifern miteinander durch die Lautstärke ihrer Schreie und Bedrohlichkeit ihrer Blicke, woraufhin der Wilde seinen wertvollsten Besitz, die von ihm gefundene vergoldete Schlauchhülle, mitbringt, um sie gegen das Mädchen einzutauschen. Doch der Anthropologe lehnt das Angebot des verzweifelten Neandertalers erneut ab. Charlie beruhigt sich und nimmt den neuen Gast an. Er zeichnet eine Frau und zwei Kinder auf den Boden, als wolle er über seine Familie sprechen, und zeigt Kinder, die herumlaufen und spielen. Er fragt die Wissenschaftler, wo sie sein könnten. Plötzlich wird das Gespräch durch einen Hubschrauber unterbrochen, der direkt über das Gehege fliegt. Der Wilde hört und sieht ihn durch das Glas. Das unerklärliche Phänomen erschreckt und beunruhigt ihn, und Charlie stürzt hinaus, um den riesigen eisernen Vogel zu verfolgen, wobei er genau dieses Wort ruft. Vogel. Er ist an nichts anderem interessiert und die Wissenschaftler müssen das Gehege verlassen. Shepard wendet sich hilfesuchend an die einheimischen Eskimos, die er beim rituellen Singen und Tanzen erwischt. Er versucht von ihnen etwas über die Worte zu erfahren, die Charlie benutzt, und über sein Verhalten gegenüber dem Hubschrauber. Es stellt sich heraus, dass die Eskimos eine Legende über einen Vogel, den Götterboten, haben, der dich in den Himmel bringen wird. Aber wenn man im Leben etwas falsch gemacht hat, wird man für seine Sünden verurteilt. Als Charlie den Hubschrauber sah, fiel er in Trance. Er wollte sich der Gottheit im Tausch gegen die Rückkehr von Tieren und seiner Familie anbieten. Jetzt ist der Hubschrauber sein Gott. Charlie führt 24 Stunden lang ohne Pause verschiedene Rituale durch, um den Vogel anzulocken. Er vermeidet den Kontakt und beobachtet stattdessen von seinem Versteck aus aufmerksam, wie Shepard die Tür am Ausgang des Geheges öffnet. Er versucht, die gleichen Knöpfe zu drücken wie der Mann und hat Erfolg. Während die Wissenschaftler weg sind, bahnt sich der Neandertaler mit einem Holzspeer in der Hand seinen Weg in den Beobachtungsraum, versteckt sich vor den Männern und rennt die Gänge entlang. Er erschrickt vor einem Spiegel, der an der Wand hängt, und zerbricht ihn, wobei eine Scherbe seinen Arm verletzt. Dann findet er Tiere in Käfigen, Glasschiebetüren, einen Drucker und einen Aufzug. Schließlich betritt er das Labor, wo er Säureflaschen zerschlägt. Maynard und sein Assistent betreten denselben Raum, sehen den Wilden aber nicht und verlassen ihn, nachdem sie das Licht ausgeschaltet haben. Charlie findet sich im Dunkeln wieder und bemerkt das Licht, das vom Himmel kommt. Er versucht, das Fenster einzuschlagen, um herauszukommen, und Maynard kehrt zu dem Lärm zurück. Der Wilde setzt seinen Weg unbewaffnet fort, als der Alarm losgeht und ihn erschreckt. Er rennt durch die Versorgungsschächte und findet sich im Freien wieder, wo er auf den begehrten Hubschrauber trifft, der sich zur Landung auf dem Gelände bereit macht. Der Wilde versucht, ihn zu packen, wird aber von den Kufen am Kopf getroffen und ohnmächtig. Er wird eilig hochgehoben und in die Station getragen. Charlies Knochen und Organe sind zum Glück unversehrt, was bei dem verwundeten Maynard nicht der Fall ist. Shepards Vorgesetzte weigern sich, den Fall als Unfall abzutun, und Mr. Whitman zieht einen Schlussstrich unter das gefährliche Experiment. Charlies Zukunft ist besiegelt, denn er wird nicht unter Menschen leben können. Shepard versucht, seinen Schützling zu retten, aber seine Stimme hat kein Gewicht mehr. Der Wilde ist schon vorbereitet, um zu weiteren Untersuchungen von der Station weggeschickt zu werden, als der Anthropologe Brady bittet, ihm zu helfen, das zu Ende zu bringen, was er begonnen hat. Charlie soll eine Chance bekommen, doch noch zum Helikoptergott zu gelangen. Er kann nicht in Gefangenschaft leben. Shepard nimmt warme Mäntel mit und bittet seinen Kollegen, die Gehegetüren zu öffnen, um den Neandertaler nach draußen zu bringen.
Gemeinsam machen sich die beiden auf den Weg in die arktische Wildnis. Charlie sieht zum ersten Mal seit langem wieder glücklich aus. Von der Station aus werden alle möglichen Fahrzeuge, Schneemobile und ein Hubschrauber auf die Verfolgung der Flüchtigen angesetzt. Schnell entdecken sie die Fußabdrücke der Männer. In der Zwischenzeit setzen sie ihren Weg fort und Charlie führt den Anthropologen trotz der Bewegung von Eisbergen und herabfallenden Eisblöcken vorwärts. Ein Riss trennt die Männer voneinander, aber Charlie dreht sich nicht um und läuft weiter. Der Hubschrauber findet ihn zuerst. Der Wilde streckt seine Arme zur Gottheit empor, packt in völliger Raserei die Kufen des Fluggeräts und stürzt sich in die eisige arktische Luft. Der Mann, der aus seinem eisigen Grab auferstanden ist und alles verloren hat, trifft sich am Himmel mit einem schönen göttlichen Vogel. Wie immer findest du den Filmtitel in der Beschreibung des Videos. Teil uns deine Meinung in den Kommentaren mit. Welcher Wissenschaftler hatte letztlich recht? Und wenn die Gefriertechnologie in der Zukunft entwickelt wird, wärst du damit einverstanden, in Zehntausenden von Jahren wieder aufzuwachen? Vergiss nicht, auf die Gefällt mir und Abonnieren-Buttons zu klicken, damit so oft wie möglich neue faszinierende Nacherzählungen erscheinen.